Umso ähnlicher sich zwei Begriffe sehen, desto schwieriger fällt es uns, sie auseinanderzuhalten. Daher erklären wir euch in diesem Video den Unterschied zwischen einem Satzglied und einem Gliedteil sowie zwischen einem Gliedsatz und einem Gliedteilsatz. Analysieren wir die Satzglieder, bestimmen wir die Funktion von Phrasen im Satz. Ein Satzglied kann als Einheit im Satz vor das finite Verb geschoben werden. Man unterscheidet Subjekt, Objekt, Prädikat, Prädikativ und Adverbiale. Das Subjekt ist die Nominalphrase im Nominativ. Das können Einwortphrasen sein, wie das Sie in Sie hilft ihm, oder komplexe Nominalphrasen sein, wie in Die dicke Frau, die ein gelbes Kleid trägt, hilft ihm. Aber auch andere Formen können das Subjekt bilden. Hier sehen wir, dass auch Nebensätze die Funktion von Satzgliedern übernehmen können. Wir sprechen dann von Gliedsätzen und ihrer Funktion nach von Subjektsätzen oder Objektsätzen. Nach der Form der Objekte unterscheidet man Akkusativobjekt, Dativobjekt, Genitivobjekt und Präpositionalobjekt. Adverbiale kennzeichnen eine lokale, temporale, modale oder kausale Situierung des bezeichneten Sachverhaltes. Sie können im Gegensatz zu Präpositionalobjekten entsprechend erfragt und durch eine Proform ersetzt werden. Die Präpositionen sind nicht vom Verb regiert und daher austauschbar. Er wohnt in Berlin, unter der Brücke, auf dem Berg, neben einer Kneipe und so weiter. Abschließend interessieren uns zwei Arten der Prädikative: Subjektsprädikative und Objektsprädikative. Subjektsprädikative treten in Kombination mit Kopularverben auf und bilden zusammen mit ihnen das Prädikat. Sie beziehen sich stets auf das Subjekt und geben eine Eigenschaft, eine Rolle oder einen Aufenthaltsort wieder. Objektsprädikative sind relativ selten und beziehen sich auf ein Objekt. Sie treten häufig mit dem Verb nennen auf. Kann ein Wort oder eine Wortgruppe im Satz nicht vor das finite Verb geschoben werden, ohne dass sich der Sinn des Satzes ändert bzw. eher ungrammatisch wird, so handelt es sich um ein Gliedteil. Gliedteile sind in der Struktur eine Ebene tiefer als Satzglieder anzusetzen und sind ein Teil von diesen. Hier sehen wir, dass auch komplexere Einheiten, also Nebensätze, die Funktion eines Gliedteils übernehmen können. Ein Gliedteilsatz übernimmt die Funktion eines Attributs, das heißt, er bestimmt ein Element im übergeordneten Satz näher.